Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Requisitenjagd. Das ist so belastend, das hat gerade einfach gelaggt. Ich hatte diesen Kamerabug. Und deswegen bin ich 8 Sekunden, bevor es losgeht, gespawnt. Aber dieses Item war ich noch nie. Und ich habe auch das Gefühl, die haben neue Items hinzugefügt. Auch vorhin auf der Map Dings Moskau aus der letzten Folge, wo wir ganz am Anfang kurz eine Runde oder so gespielt haben. Da konnte man auf einmal so ein Lautsprecher sein und so ein Schiebewagen. Die habe ich vorher noch nie gesehen. Also ich glaube, es wurden neue Items hinzugefügt, aber ich weiß es nicht. Das ist so lächerlich. Ach komm, lass mich einfach in Ruhe, Junge. Lass mich einfach nur in Ruhe. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ohne Witz, dieses Spiel ist nur noch belastend. Ja, genau. Ich flipp hier aus, Alter. Ohne Witz. Dieses Spiel macht mich einfach nur noch wahnsinnig. Ja, und die Leute haben ja auch wieder einen Namen. BD40 Buck Nasty, Alter. Wer nennt sich so? Ohne Witz, Steppen Hard. Rip Choose World, Long Live Choose World. Der Name ist gut. Das ist ein guter Name, dem gucken wir jetzt zu. Gibt es sonst noch einen? Crone Wir gucken jetzt einfach Rip Choose World zu. Ich hoffe, er überlebt noch ein bisschen. Aber hier, die mit den bunten Haaren, Alter. Die. Nee. Ich muss aufpassen, ich habe hier so Figürchen auf meinem Computer stehen, auf meinem Monitor. Die waren gerade schon verdächtig am Wackeln, als ich auf den Tisch gehauen habe. Aber Digga, ey, das Spiel macht mich wirklich einfach fertig. Die letzte Folge war schon einfach nur ätzend. Und jetzt geht's direkt so weiter. Die Leute schreiben mir immer in die Kommentare, wie kannst du denn so ruhig bleiben? So, ey Leute, ohne Witz, heute ist der Tag gekommen, an dem sich das ändert. Ich sag's euch. Das Leben. Ja, BD40 Bug Nasty, Alter. Wer tippt sowas in seine Tastatur ein und denkt sich so, ja, ein geiler Name, Alter. Ohne Witz. Ah, ey, no, die Leute haben. Ach, ich sag da gar nichts mehr zu. Beatball. Vor allem, wieso. Die Stühle sahen doch überhaupt nicht auffällig aus. Also. Das war nicht das beste Versteck, klar, aber ey, das. Ich wünschte, man hätte begrenzt Munition und würde bestraft werden, wenn man auf falsche Sachen schießt. Dass man dann kurz nicht schießen kann oder so. So wie ein Prop Hunt. Ah, dieser Modus hier hat noch. Der Modus hat so viel Potenzial, aber Call of Duty versaut's irgendwie. Wieso gibt's denn nicht in jedem Call of Duty? Also noch nicht in Vanguard, meine ich. Wenn die den vielleicht mit Season 3. Aber angekündigt wurde er nicht. Wobei auch Vanguard nicht so ein gutes Map-Konzept hat. Da liegt nicht so viel rum. Hier, guckt euch mal diese Maps an, wie viele Sachen hier rumstehen und so. Und in Vanguard ist das irgendwie nicht so. Aber ich bin einfach gespannt auf die neuen Multiplayer-Maps bei Vanguard. Endlich zwei neue Maps, da habe ich Bock drauf. Da habe ich Bock drauf. Mal gucken. Mal gucken. Sagt eigentlich die Uhr. Ach Leute, gleich 6 Uhr, Alter. Das ist richtig belastend. Ich muss jetzt noch die Videos gleich schneiden. Und hochladen. Und vor allem die TikTok schneiden für morgen. Weil ich brauche heute Mittag um 12 einen TikTok. Und bis dahin sind es nur noch 6 Stunden. Und ich will jetzt gleich schlafen. Das heißt, ich muss das schon vorbereiten, dass ich nur noch auf Upload drücken muss morgen, wenn ich aufwache. Niederlage, perfekt, mein Lieblingswort. Lagen sie nächstes Mal. Ich hoffe es. Ich hoffe, es wird nicht wieder ein 3-0 wie vorhin. Wäre auf jeden Fall hart. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, momentan suche ich sogar lieber, als mich zu verstecken. Weil ich es einfach, ich weiß nicht mehr, wo ich mich noch verstecken soll. Ich habe jede Ecke dieses Spiels gesehen. Wilden Skin hier auch. Wilder Skin. Hier orangenes Feuer und da blaues Feuer. Man kennt's. Und ein geiles Hütchen mit Pfeilen drin. Alles klar. Schöner leuchtender Anzug. Der sieht aus wie aus Watch Dogs ein Skin, ohne Witz. Ja, natürlich ist das echt.
komm. Wenigstens haben wir eine gute Waffe. Wie konnte der das überleben? Ohne Witz, wie konnte der das überleben? Ich habe dem halbes Magazin reingedrückt. Ja, natürlich, ist die echt. Ich weiß, ich habe keine Flash mehr. Wo ist der hin mit seiner dummen, Dings? Holzplatte. Man kann auf jeden Fall so eine Kiste sein. Oh, da ist er. Okay, das war aber stark. Schön, dass er mich noch geflasht hat. Das war aber stark. Ja, der Pech, dass ich ihn gesehen habe. Oh Gott sei Dank, ich wollte schon sagen, wie lange leben die. Und dann werde ich angeschossen, ein Schuss und ich bin tot. Das ist diese Logik in dem Spiel. Ja, aber die Runde, ich sag's euch. Im Suchen läuft's inzwischen. Leute haben sich eh gewünscht, dass... Das war stark. Das war stark, das merke ich mir. Das ist stark, auf so ein Ding hochklettern und dann irgendwo hinspringen mit einem kleinen Item. Okay, mal gucken, was wir werden. Ich hoffe, wir werden was Gutes kommen. Okay, das ist gar nicht so kacke. Ich habe mich damit noch nie versteckt, um ehrlich zu sein. Das Problem ist, für den Plan, den ich gerade hatte, ist das nicht so das Wahre. Da darf man nicht drauf dann. Okay, aber was die gemacht haben, war hier drauf und dann hier irgendwo hin, ne? Aber nicht mit dem... Ja, genau. Logisch. Okay, wir versuchen es, wir werden safe direkt sterben. Wir werden safe direkt sterben, weil die das eben auch schon gemacht haben. Ja, alles klar. Sag mir nicht, die haben mich nicht gesehen. Aber die haben mich einfach echt nicht gesehen. Moin, der hat mich aber gesehen. Okay. Okay, okay, okay. Planänderung. Ich brauche einen neuen Plan. Wieso kann ich hier nicht... Alter, das ist... Und er hat mich gesehen. Von wo? Ja, genau. Und warum konnte ich da nicht freezen? Kann mir das einer sagen? Und natürlich zwei Schüsse und ich war tot, ne? Ich hab's nur gesagt eben, ich konnte drei Magazine verschießen, gefühlt. Gap's dead. Schon wieder wie die 40 Bucknasty, Alter. Immer auf den Piss, obwohl die in meinem Team sind. Es läuft heute beim Verstecken einfach nicht. Es läuft einfach nicht. Ah. Das ist einfach nur noch schlimm. Ich bin einfach gleich froh, wenn diese Runde vorbei ist und ich einfach nur noch das Video schneiden muss. Wenigstens haben wir... Ich hoffe, wir kriegen noch eine gute Sucherrunde. Ja, wenn er da freezen kann, dann flippe ich aus. Ich durfte nicht freezen in der anderen Ecke. Aber er scheinbar auch nicht. Was steht auf der Security... Security C... Oh, Delta. Ich weiß nicht, was nach Security steht. Keine Ahnung, Alter. Ist auch egal. Coming up in May. Na, ey, Leute. Lass einfach mal Namen angucken. Sprite Drake. XL08ST3RX. Lost. Zergs. Lost Zergs, keine Ahnung. Rob Lee Rigby. That's where it spits, alles klar. Und da sind zwei in diesem Miau-Clan, Coming Up in May und Say Where It Spits. Sehr kreativ. Step and Hard. Live for Games. Na, da ist ja mein Name der Beste. Folgt mir alle bitte. Ich frage mich, ob Leute wirklich rüberkommen, weil die hier im Spiel meinen Namen lesen. Also ich kann nur immer daran denken, dass früher, als ich noch klein war, ich jeden immer, der in Call of Duty YouTube dies und das, ich habe immer geguckt, weil ich wissen wollte, ob die Fame sind oder nicht. Ich hoffe, das funktioniert heute noch genauso. Und die Leute kommen rüber auf meinen TikTok-Account. Wäre auf jeden Fall gut, wenn die Eigenwerbung funktioniert.
Ja, auf jeden Fall gut. Die Runde geht gefühlt schon 20 Minuten irgendwie. Aber wir sind erst in der zweiten Runde. Und ich frage mich, was Bug Nasty ist, weil, dass die ihn als nicht sehen. Ich frage mich sogar, wo das gerade auf der Map ist. Da kommt man irgendwie sau selten vorbei. Oh, das ist jetzt scheiße. Ah, da ist wieder dieses Ding in der Ecke. Ja, okay, das ist vielleicht echt gar nicht so dumm. Also hier die Ecke ist eigentlich echt gut dafür. Ja, das kann man echt machen. Das kann man echt machen. Ich finde es auch immer lustig, wie die Leute reagieren darauf, wenn ich sage, was seid ihr? Und zack, drehen sie sich um, als hätte ich irgendwie Kräfte, die zu beeinflussen. Oh Gott, und ey, das ist zu stark. Ah, schade. Das ist schade, aber ich hätte es ihm gegönnt, weil das Versteck ist echt gut. Das Item ist auch gut. Wir sollten es auch gleich mal damit versuchen, wenn wir es nochmal werden. Wahrscheinlich nie wieder. War meine eine Chance und ich habe es weggeskippt, um so einen Scheiß auszuprobieren, der dann wieder nicht funktioniert. Okay, komm, jetzt eine gute Sucherrunde. Ich hoffe einfach, wir finden jetzt wieder ein paar Leute. Dann schneide ich einfach das zusammen. Wie gesagt, die Leute haben sich eh gewünscht, kannst du mal Clips hochladen, wo du suchst? Ich habe das früher immer gemacht und es hat keinen gejuckt. Jetzt fragen die Leute immer danach. Hat es jemand erkannt? Probier es nochmal. Mist, schon verkackt. Moment. Ach, Kacke. Krieg's nicht mehr hin. Oh, am Ende einen verkackt. Ihr merkt, es wird Zeit für mich ins Bett zu gehen. Sind das hier echt zwei normalerweise? Ach komm, leck mich doch, Alter. Ohne Witz, ich schieße jetzt einfach auch alles. So wie die anderen Spieler das immer machen. Einfach auf alles schießen. Auf jede Kiste. Denn wenn ich eins gelernt habe. Hilfen kam auch von hier, erzählt mir doch nichts. Erzählt mir doch nichts. Also das versteckt aber echt smart. Ah ja, wollte doch sagen, das ist doch ein Lautsprecher. Ah ja, es geschafft uns abzuhängen jetzt. Na, vielleicht auch nicht. Ja, und ich flash mich selbst. Oh Gott sei Dank, Alter. Natürlich flash ich mich selbst. Ich freue mich, ich bin so gespannt auf das Selbstflashen-Emote. Aha. Die Items werden auf den Maps immer so recycelt. Also, das wäre so stark gewesen, wäre der da wirklich gestanden. Ah. Immer diese schönen Täusch-Items. Liebes, ja. Natürlich ist die echt klar. Logisch. Wieso wundert mich sowas eigentlich überhaupt noch? Ah, alles echt. Ist irgendwie immer Angst, dass einer hier so in der Luft abchillt. Sieg, okay. Ja, nehme ich, Leute. 3-1. Wir haben wenigstens ein paar Leute gefunden. Im Verstecken war es diese Runde, wie letzte Runde, echt schwach. Ich sehe mal zu, dass ich mal wieder ein paar Folgen mit Spike aufnehme. Und oder, dass ich einfach mal anfange, die Runden aus dem Stream nochmal extra aufzunehmen, weil da haben wir immer so geile Runden. Und das ist auch einfach viel unterhaltsamer, als immer hier online alleine zu spielen. Egal, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, den Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Schaut bei TikTok rein, schaut bei Twitch rein, Leute. Ihr wisst es, ihr kennt es, das übliche Prozedere. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.